Es ging eigentlich richtig gut los für den DAX heute Morgen. Der DAX startete über der Marke von 10.000 Punkten, getrieben durch gute Vorgaben aus den USA und natürlich auch getrieben durch den gestrigen FED-Entscheid. Doch dann passierte Erstaunliches. Der DAX geriet unter Druck und verlor zwischenzeitlich mehr als 2%. Dabei gab es eigentlich gar keine großartigen Nachrichten. Was dennoch dahinter stecken könnte, das wollen wir jetzt besprechen mit Norbert Paul, Derivate-Experte an der Börse Stuttgart. Norbert, am heutigen Handelstag wird ganz gern die Euro-Stärke ins Feld geführt, die den DAX nach unten treibt. Aber ganz ehrlich, Norbert, hier machen heute mal wieder die Kurse die Nachrichten, oder? Ja, so scheint es tatsächlich zu sein. Denn schauen wir uns an, gestern noch die FED-Entscheidung, die ja eigentlich alles ausgelöst hat, über was wir heute sprechen. Janet Yellen hat uns eigentlich genau das geliefert, was wir doch alle wollten. Sie hat gesagt, es drängt sich nicht unbedingt auf, die Zinsen jetzt so schnell zu erhöhen, aber man behält das natürlich im Blick. Sie beweist damit genau das Augenmaß, das die Börsianer von ihr wollten. Der erste Zinsschritt ist da, aber sie will jetzt nicht auf Teufel komm raus die nächsten raushauen. Eigentlich soweit alles ganz gut. Der Euro hat natürlich entsprechend dann auch reagiert, wie es viele erwartet haben. Wenn also die Zinspolitik in den USA eher mal ein bisschen den Fuß vom Gas nimmt, dann kann der Euro wieder zulegen. Und jetzt haben wir doch den schönen Punkt, jetzt wird der starke Euro als Punkt genommen. Warum ist auf einmal jetzt in Europa wieder schlecht laufen soll? Denn der starke Euro würde jetzt die Konjunktur belasten, vor allem natürlich hier in Deutschland unsere Exportwerte belasten. Das ist natürlich völlig verrückt. Wir reden von einem Euro von 1,13. Deutsche Exportwirtschaft konnte auch mit einem Euro von 1,50 und 1,60 umgehen. Wie du sagst, es scheint so zu sein, man sucht das Haar in der Suppe. Man wollte es unbedingt finden und wenn man keins findet, dann macht man noch selber eins rein. Das scheint genau der Punkt zu sein, warum heute der DAX einfach unter Druck kommt, obwohl die Vorgaben gut sind. Es gibt vielleicht noch eine Erklärung, die manche schon wieder vergessen haben. Morgen ist großer Verfall. Das bedeutet, morgen am DAX laufen die Terminkontrakte aus. Und im Vorfeld von dem könnte es natürlich sein, dass die großen Marktteilnehmer den DAX vielleicht auch bei 9,8 sehen wollen oder wollten. Vielleicht sind wir auch aus diesem Grund an diese Marke wieder etwas herangeschrammt. Massiv unter Druck geraten am heutigen Handelstag sind unter anderem auch die Automobilwerte, ganz vorne dabei BMW. Genau, und genau aus dieser Logik, weil man sagt, Mensch, der starke Euro, der belastet doch jetzt wieder. Das ist, wie gesagt, auch aus meiner Sicht komplett übertrieben. Ich habe schon angesprochen, der Euro war auch schon deutlich höher und BMW hat gute Geschäfte gemacht. Man überlegt sich hier einfach, wo könnte auch hier das Haar in der Suppe sein. Man schickt die Autobauer, vor allem BMW und Daimler, auf Talfahrt. Genau aus diesem Grund. Natürlich kommt auch das insgesamt schwächere Marktumfeld mit dazu. Unter dem haben natürlich alle DAX-Werte zu leiden. Aber es gibt de facto keine wirklichen Nachrichten. Vielleicht ist auch das der Grund, warum unsere Anleger sagen, das ist doch alles kicki. Und wir sehen nämlich vermehrt Käufe von Knockout-Calls auf die BMW vor allem. Also hier glauben wohl einige, dass diese 2%, 3%, was die Aktie heute im Minus war, dass das einfach zu viel ist und völlig ungerechtfertigt. Nachrichten gab es heute auch von der deutschen Lufthansa. Hier müsste man eigentlich vom niedrigen Ölpreis profitieren, oder? Das hat man. Der Gewinn hat sich verdreißigfacht. Man hat 1,7 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Das ist sehr ordentlich, könnte man sagen. Und dennoch ist die Aktie der größte Verlierer im DAX, zwischenzeitlich über 6% hinten. Man kann jetzt hier natürlich auch wieder anführen, man sucht vielleicht einfach die Gewinnmitnahme, nachdem die Aktie ja in den letzten 5-6 Wochen hat sie 3-3,5 Euro zugelegt. Das ist natürlich sehr ordentlich. Also der ein oder andere hat vielleicht die guten Nachrichten erwartet, nimmt jetzt Gewinne mit, schickt sie auf Talfahrt. Ich glaube, man darf aber eines nicht unterschätzen, auch wenn der niedrige Ölpreis den Airlines insgesamt hilft, darf man zwei Punkte nicht außer Acht lassen. Die Konkurrenz bleibt weiterhin hoch. Viele zweifeln daran, ob es die Lufthansa schafft, die Germanwings, die jetzt Eurowings heißt, wirklich zu etablieren am Markt. Und vielleicht ein ganz aktueller Fall noch, wir haben aus der Türkei jetzt gehört, gerade eine Warnung für Deutsche, die Schulen bleiben heute geschlossen, die Deutschen sollten Ansammlungen meiden, größere Städte warnen, es gäbe Verdacht auf Terror. Ist natürlich nur ein Verdacht, aber was das bedeuten könnte, die Deutschen reisen natürlich auch sehr gerne in die Türkei und wenn die jetzt auf einmal beschließen zu sagen, es ist mir da geradezu unsicher, ich mache vielleicht lieber mal Urlaub im eigenen Land, dann kann das natürlich auf das laufende Geschäft der Lufthansa wirklich durchschlagen und natürlich dann auch Aktie und Gewinn belasten.
halten wir schlussendlich fest, auch ein Börsenexperte gerät manchmal an Grenzen des Erklärbaren, so wie heute im heutigen Handelstag. Norbert Paul, Derivate-Experte an der Börse Stuttgart. Vielen Dank für das Gespräch.